So und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City Skylines. Ja, es ist wieder da, es läuft weiter und ihr habt es gesehen. Ich habe viel Probleme gehabt, also ihr müsst wissen, diese Aufnahme sollte eigentlich schon vor 4 Stunden stattfinden. Wir haben es mittlerweile knapp 21 Uhr. Beziehungsweise, ja, knapp 21 Uhr. Das Ding ist, mein Spiel hat die ganzen Konfigurationen für die unter anderem eingespeicherten Mods etc. verloren und ich durfte alles per Hand wiederherstellen und testen, welche Mods denn bitte funktionieren und welche nicht. Das zu dem Thema. So, dann hat er auch geschrieben, es gibt einen Mod, mit dem man sogar diese Straßen hier machen kann. Den sollte ich auch jetzt drinne haben. Ich probiere es einfach mal. Da hatten mir viele geschrieben, hey Daniel, du musst den benutzen, dankeschön. Ich habe es verwendet und jetzt geht's ja auch. Ne, ihr seht es ja hier, ist jetzt auch die Straße angegeben, auch als Outside Connection. Somit alles perfekt. Genau, was hatte ich noch? Ich hatte hier ganz viele Probleme mit den Umspannwerken, dass sie auch wieder nicht da waren. Da gab es wohl irgendwie einen Konfigurationsfehler. Seit wann sind hier Bäumchen drauf? Strange. Auf jeden Fall müssen wir hier etwas machen an dieser Verkehrslage bzw. an dieser Verkehrssituation. Die meisten Fahrzeuge, die ich hier sehe, die hier lang kommen, kehren zur Einrichtung zurück. Diese Einrichtung ist allerdings zum Beispiel, ich will mal drauf achten, okay, in dem Fall rechts lang. Teil der Autos kommt aber von hier oben und sagt, hey, ich hätte hier aber gerne bitte was anderes. Hier sollten wir vielleicht mal uns drum bemühen, nochmal Kreisel einzubauen. Ja, das gefällt vielen nicht. Aber wir müssen halt auch mal wieder da weitermachen. Und hier staut sich es halt auch wegen dem Rückstau. In dem Fall habe ich das Gefühl, dass die alle auf diese Autobahn wollen. Aber irgendwie keiner drauf kommt und sie sich das schlimmer machen, als es in Wirklichkeit ist. Von daher werden wir da anfangen. Und dass wir hier sagen, hi, Autobahn haben wir gerne. Mega-Einkaufszentrum, da hinten ist also der Anschluss. Dann wollen wir einfach mal versuchen, hier diese Straße, hier unten ein bisschen, also bis hier vorne hinzulenken und dann hier runter. Und an diese Straße hier unten, die kappen wir dazu gerade mal, werden wir dann das Ganze hier erweitern. Natürlich jetzt die Frage wieder. Wie willst du das erweitern? Das geht doch gar nicht, Daniel. Doch, das geht. Und wir schaffen das, weil wir es wollen. So. Das erstmal zu dem Thema. Zweitens wird es in Zukunft öfter mal jetzt für die Leute, die jetzt auch die Website kennen oder auch nicht. Deswegen, hallo liebe User, die noch nicht die Webseite kennen. Es gibt eine Website. Hey, wer hätte das gedacht? Auf der ihr zum Beispiel alle Videos seht oder Projekte oder ihr habt einfach ganz viel Lust und sucht einfach nach ganz vielen Projekten, die euch gerade interessieren. So habt ihr da die Möglichkeit zum Beispiel die ganzen Projekte zu sehen, neue Projekte kennenzulernen oder, was jetzt auch in der letzten Zeit öfters gefragt wurde, Daniel, hast du zum Beispiel ein Community TS oder sowas, auf dem wir als Community zum Beispiel drauf gehen können, um zum Beispiel zu zocken oder sowas. Ja, ich habe einen. Der ist vielen nur nicht bekannt, weil er ist schon seit, oh, wie lange? Oh, ziemlich langer Zeit, schon nicht mehr unter den Videobeschreibungen zum Beispiel drunter. Er war mal eine Zeit lang in den Videobeschreibungen, beziehungsweise unter den Videobeschreibungen drinne. Den habe ich dann aber irgendwann mal rausgenommen, weil irgendjemand dann sagte, oh, das ist ja gar nicht die richtige IP und ich hatte auch nicht dann dauerhaft Lust, die fünfmal, nein, nicht fünfmal, das ist jetzt übertrieben, aber die irgendwie dann ständig zu pflegen und deswegen wurde die dann irgendwie rausgenommen von mir. Deswegen, auch auf der Webseite wird es dazu jetzt einen Hinweis geben. Beispielsweise, dass wir einen oder dass ich einen Community TS habe, der euch auch zur Verfügung steht.
Da müsst ihr nun mal dann ab und an drauf achten. Da wird es dann halt auf der Homepage bzw. auf der Hauptseite des Öfteren jetzt mal wieder Updates geben. Auch natürlich für die mobile Version. Da werde ich nur dann zum Beispiel nicht zwingend immer diese IP-Adresse oder die meisten News pflegen, da teilweise die News ja auf dem Handy gar nicht richtig nachgeschaut werden. Deswegen nicht wundern, falls ihr auf einmal für die mobile Version kein Update habt. Also es gibt auch keinen Hinweis nach dem Motto, hey, auf der Webseite gab es ein Update oder sowas. Deswegen also müsst ihr ab und an doch mal gucken, ob ihr da nicht zufällig irgendwas findet, wo ihr sagt, hey, das ist neu, das kenne ich noch nicht und oder sich halt dafür interessiert. So. Genau, jetzt haben wir das Problem bzw. erstmal das Thema abgehakt. Jetzt müssen wir natürlich neu definieren, was hier ist. Aufgrund dieser Neubelegung ist das halt ein bisschen umgekehrt jetzt. Da müssen wir dann halt sagen, ja, ich habe hier, ich habe da, ich habe, bitteschön. Schaut euch das einfach an. Das zu dem Thema. Genau. Was ich jetzt gerade überlege, ist, ob wir hier Ampeln brauchen. Weil hier fehlen ja, oder hier sollen ja, zukünftig nicht nur so ein paar Sachen drüber laufen, sondern doch ein paar mehr. Und wir wollen dann jetzt ja auch das ganze Gebiet irgendwie andersweitig nutzen. Hier haben wir zum Beispiel versucht, schon weniger Hauptstraßen einfließen zu lassen als wie da. Ja, da müssen wir dann auch ein bisschen was machen. Was gibt's noch? Ich kann das Spiel erstmal laufen lassen, weil in dem Sinne hier nicht zu viel Verkehr kritisch gefährdet ist. Genau, der restliche Verkehr kann halt da wieder runter. Dann müssen wir hier einmal ein Update auf der Straße machen. Und dann da und hier vorne auch nochmal. Hier gehen wir dann auch direkt mit dem größeren Gebiet wieder lang. Weil wofür sollen wir hier sparen, wenn wir eh die große Straße da haben? Dann können die Fahrzeuge auch einfach wieder geradeaus durchrutschen. Und dann ist die Geschichte hier wieder gut. So. Was ich jetzt überlege, ist halt, ob wir hier sagen, nö, die nehmen wir nicht mehr mit rein und die nehmen wir hier auch nicht mehr mit rein. Sorry, liebe Immobilien. Und dafür machen wir hier halt eine ordentliche Auf- und Abfahrt rein, mit der das Ganze dann halt andersweitig gelöst wird. Ups, das kann weg, das kann weg. Und der kann da auch weg. Wofür? Hey, hier sieht man gerade diesen Stau, den wir jetzt hier mit verursachen. Zack. Genau, hier sieht man aber auch, dass die Fahrzeuge halt direkt den anderen Weg mitnutzen. Hier sieht man dann auch, dass viele jetzt zum Beispiel diesen Weg hier rein, ja, mitnutzen, um zum Beispiel halt von A nach B zu kommen, um halt ihre Waren oder was weiß ich, was die gerade fahren wollen, da wegzubringen. Das wäre halt die Alternative. So. Dann ist gerade für mich die Alternative, ob wir hier nicht sagen, hey, wir lösen diese auch noch auf und machen dann halt so einen Querzubringer, dass wir hier auch versuchen, so wenig wie möglich Zugänge zu machen. Wäre dann ja die eigentliche Folge von dem, was wir hier machen. Sagen, hey, cool, wollen wir anders machen? Dafür können wir zum Beispiel, nee, können wir hier zum Beispiel sagen, das ist der falsche Reiter, da. Können wir hier erstmal sagen, Linie löschen. Ja, ich hätte die gerne bitte gelöscht. Die hätte ich auch gerne gelöscht, weil wir umbauen. Oder da wir umbauen. So. Genau, dann machen wir hier einmal eiskalt das Thema durch. Das war noch der einzig gerade Zubringer da. Also das geht weg. Dann können wir das hier nochmal auflösen, um kurz Klarheit zu schaffen. Zack, Speicher. Ja, super. Genau. Dann müssten wir jetzt auch sagen, hi, liebes Straßenbahndepot, du ziehst jetzt wirklich mal um. Zum Beispiel einfach an die Hauptstraße hier oder
Ich weiß noch nicht, wohin genau. Da wir hier auch selber erstmal gucken müssen, wie können wir das am besten abbilden ohne Probleme. Oder ohne größtmögliche Probleme. Hier, dieser Platz ist bereits belegt. So. Dann haben wir das zum Beispiel da, dass wir dann auch hier sagen können, hey, wir verlängern diese Straße. Dann wird die einfach da durchgezogen. Dann ziehen wir jetzt von hier oben die Autobahn runter. Und dann können wir hier sogar sagen, in dem Fall wären das hier unsere Autobahnauffahrten. Ja, hier ist die Frage, ob wir denn nicht sagen, hey, ich hätte schon gerne da vorne den Weg drauf. Damit wir hier auch ein bisschen dieses Hindernisproblem aus dem Weg räumen. Also Hindernisproblem in dem Sinne, dass wir hier einfach viel zu wenig Anlauffläche haben, um genügend Fahrzeuge da unterzubringen. Also unterzubringen, dass sie da halt gerade drauf fahren, dass wir da keine Probleme mehr haben. Sowas halt. Ne? Ihr seht es ja hier, hier haben wir zum Beispiel 4 Spuren. Das können wir dann zum Beispiel runterrüsten auf 3. Wo ist sie denn da? Oder man sagt halt hier, ach ja, hier ist ja alt, alles 4. Dann nehmen wir das hier noch und dann sagen wir das auch noch auf 4. Dann hätte man hier zum Beispiel noch diese zusätzliche Auffahrt. Ne? Ist halt die Frage, weil viele benötigen es halt nicht. So, 10 brauchen wir hier. Wieso hat er da 10 und hier macht er 13? Ich glaube, 13 ist das... Nee. 13 scheint echt das zu sein, was hier gefordert ist. Okay. Dann können wir zum Beispiel das hier machen. Ups. Da ist wohl kräftig was schief gegangen. Okay, wir machen dann hier das Thema erstmal zu Ende. Dass wir dann zum Beispiel da nochmal ansetzen und dann bis hier vorne oder den durchmachen. Dann den hier einmal rausbewegen. So. Ja. Okay, dann drehen wir das hier. Jetzt sagen wir hier, wir haben eine Ausfahrt, wir haben eine Auffahrt. Alles perfekt. Nein. Dann würde ich gerne den hier moven. Können wir hier nämlich auch anfangen, die Höhen einzustellen. Da es ja doch so ein bisschen hier von den Höhen abhängig ist, dass das auch schön aussieht, muss man das halt auch so ein bisschen berücksichtigen. Na, ihr wisst, wie ich das meine. Hoffentlich. Deswegen, also seid mir bitte nicht böse, wenn wir diese Folge nur so ein bisschen, ein bisschen was anderes machen. Und ja, hier habe ich das freigelassen, damit wir dann hier auch zum Beispiel Industrie draufsetzen können. Ist ja auch nicht schlecht. Genau, dann haben wir hier erstens keine Höhe mehr, sondern wir gehen jetzt hier wieder ganz normal raus. Dann machen wir das bis... Ups. Machen wir das bis da, sagen den halt... Nö, wir machen das nur bis hier. Ziehen das jetzt so, dass er nichts blockiert. So. Dann auf die passende Höhe. Zack. Dann kann man das Ganze dann auch da in die Richtung anpassen, dass man hier sagt, wir haben hier eine Höhe, das sollte reichen und wem es nicht reicht, der hat halt Pech gehabt. Ne? Zack. Ja, dann haben wir da auch die Auffahrt, hier können wir dann schön und gemütlich oder langsam und fein hier sagen, nö, ich hätte gerne das hier. Den da. Den dort. Bis dahin das hier. Dann
endet das nämlich hier wie auf der anderen Seite. So, dass wir denn hier auch so ein bisschen mehr Anlauf haben und die Möglichkeit halt sagen können, oder Möglichkeit hätten, hier sagen zu können, hey, ich hätte das aber gerne hier bitte anders. Und zwar hätte ich dann zum Beispiel hier noch eine etwas längere Ausfahrt drauf, runter, ach, was weiß ich, ne. So, und sagen wir hier aber wieder wie normal. Zack. So, damit hätten wir dann jetzt hier diese ganzen nötigen Ausfahrten. Jetzt sollte es auch alles wieder ein bisschen flüssiger gehen, auch mit den Auf- und Abfahrten. Ich hoffe es zumindest, dass es da auch wieder was gibt, wo wir dann sagen, jo, passt. Genau. Dann benötigen wir hier erstmal eine Straße wieder. Da mache ich dann mal Tree and Dings off. Also, slow. Ja. Dann machen wir das ja auch nochmal weg. Dann kommt hier nochmal eine neue dran. Und dann können wir hier auch wieder ausgehend davon sagen, wieso sind hier eigentlich Bushaltestellen? Ich habe doch die Linie gelöscht. Ach nee, die blieb wohl noch. Achso, das ist die Wendeschleife. Okay, die habe ich auch gar nicht berücksichtigt. Ah, da ist auch eine U-Bahn. Oh. Ich habe hier scheinbar ziemlich viel nicht berücksichtigt. Hatten wir hier noch irgendwas drunter? Ja, hatten wir. Move. Bis da drehen und dann ups, ich will die doch gar nicht, ich will doch jetzt hier gerade in dem Fall die Haltestelle da, die Haltestelle geht dann bis da rein. Gucken wir hier mal nach, wie das aussieht. Das haben wir damals irgendwie gebaut, in der Hoffnung, dass wir, glaube ich, nie wieder hier ran müssen. So, dann können wir da dran. Genau, das geht da auch weg. Die da brauche ich auch nicht, Das machen wir auch nochmal neu. Bitte U-Bahn, zieh dich jetzt gerade und fahr wieder ordentlich. Was macht denn die da? Hö. Naja. Funktioniert ja jetzt im Endeffekt doch. Oh. Betonung funktioniert ja im Endeffekt doch. Sagt hier nur aus, hi, wir haben hier ein ganz großes Problem, denn der Verkehr will immer noch nicht weg. Und damit der Verkehr auch weggeht, machen wir das Ganze jetzt hier und da drauf. Und dann sollen sie sich über die Hauptstraße hier hinten drüber quälen. Da kommen hier von der Seite nicht so viele Fahrzeuge. Das war ja auch so ein Hauptthema, was wir hier hatten. Oder immer noch haben. Wieso wir dann hier gesagt haben, naja, lass mal umziehen. Und sowas, ne? Achso, und hier fahren die Fahrzeuge dann natürlich auch direkt in die andere Richtung. Ach nee, wieso sollte ich da lang fahren? Gibt es da irgendwas Spezielles, Besonderes? Nein, oder? Und damit ist das Thema dann wieder erledigt für die. Ne? So schnell kann das halt gehen. So. Wartet mal, wenn ich das hier da... Genau. Dann haben wir hier das eine Programm durch. Jetzt kann ich hier sagen, guten Tag. Ich bräuchte hier einmal das gesamte Gebiet bis da vorne hin. Und dann
bauen wir das halt dementsprechend auch noch da aus. Zack. Da ist immer noch die U-Bahn unten drin, obwohl die ja gar nicht mehr da ist. So. Zack. Zack. Und jetzt sagen wir hier noch... Ja, wir machen das dann ein bisschen eckiger. Oder eckiger. Nee, damit es dann hier auch ein bisschen besser läuft. U-Bahn. Ja, da sollte eigentlich die U-Bahn hier schon zurechtfinden. Ohne, dass ich da was sagen sollte. Und es kann sein, dass wir ganz schön viel... oder ganz schön viele Haltestellen auf einmal neu dazu bekommen haben, weil irgendwie gab es wohl einen Fehler anfangs. Ich hoffe, dass jetzt hier auch ein paar mehr Bahnhöfe drin sind. Zum Beispiel irgendeine Metro ist jetzt drin, das ist aber noch, glaube ich, von der richtigen Metro drin. Also hier gibt es so ein paar Sachen, die jetzt halt neu sind, geändert sind. Ich hoffe, dass sich das halt auch in Zukunft dann nicht mehr so stark auswirkt hier. Mal schauen, ne? So. Oh. Ja. Okay, hier oben löst sich das Ganze jetzt so ein bisschen auf. Hier muss man auch sagen, da haben wir keine Ampel. Hier im Gegensatz schon. Ist ja doch schon relativ gerecht verteilt wird jetzt, ne? Der eine fährt mal links rum, der andere rechts. Jetzt fahren die ganzen Fahrzeuge nur von da unten rein. Nicht mehr über den hinteren zu... Oh, doch, über den hinteren zu bringen, ja, scheinbar doch. Ha. Bisschen strange. Das schaffen wir aber! Achso, damit kann ich mich nicht bewegen. So. Hier unten nimmt es halt auch langsam ab. Hier oben ist jetzt aber volle Kanne Stau. Hier könnte man jetzt allerdings wieder ankommen und sagen, hey, wir haben doch hier eh... Oh. Wir haben doch hier eh zwei Spuren. Dann mach auch zwei Spuren. So. Ja, können sie sich jetzt aufteilen. Der eine Teil fährt halt links runter, der andere fährt halt rechts runter. Wenn es dann möglich ist. Sonst sollen sie halt versuchen, das zu vermeiden. Genau, hier oben ist jetzt zum Beispiel kein Problem mehr. Dafür gibt es jetzt hier unten den Zubringer. Jetzt müssen wir nur die ganzen anderen Probleme hier lösen, die hier entstehen. Vielleicht versetzen wir die Einfahrt doch nochmal und drucken hier in die Mitte. Dass wir aus Einrichtungen ungefähr gleich viel abfangen können, dass wir hier sagen, ihr braucht aber gar nicht so viel Fahrzeug jetzt da drüber. Sucht es euch doch aus. Oh. Ja, apropos Stau, da hinten, das haben wir jetzt nicht gesehen. Scheinbar. Oder ich habe es ignorieren wollen. Vielleicht mal hier doch die Tramspur einfach weg. Sage halt, nö. Dann wandert die halt zum Beispiel hier unten oder sowas dran, ne? Wäre eine andere Option. Oder man sagt halt da. Hier wäre das ja fähig zu kombinieren mit der... wie heißt sie denn? Hier, mit der Ausgangslinie. Dann könnte man hier hinten auch so eine schöne Wendeschleife machen. Ja, es kann gerade sein, dass es bei euch geruckelt hat. Ich weiß aber auch noch nicht, woran das liegt. Aber wir nennen uns wieder dem Folgenende. Das heißt, da müssen wir halt auch mal noch gleich drauf achten. Ja, hier auch nochmal. Genau, hier auch noch ein neuer Bahnhof. Es gibt ziemlich viel Neues. Zack. Zack. Nee, doch Tram da. Und dann sagen wir zum Beispiel da, hi,
Ich bräuchte zum Beispiel Tram. Tramgleis da. Ja, danke schön. Ich weiß doch, dass ich da irgendwas Neues habe. Und dann können wir das hier ja ergänzen. Gegenüber dem, was wir bis jetzt haben. Genau. Jetzt sagen wir hier halt, nö. Das brauchen wir nicht. Jetzt sagen wir halt hier, hi. Wir haben jetzt hier hinten halt eine Bahn durch. Können dann das hier sagen, können... das etwas noch ausnivellieren. Genau. Dann haben wir das. Ja, irgendwie ist gerade die Aufnahme echt hinterher. Also nicht wundern, falls das bei euch laggt. Aber dann würde ich einfach sagen, falls irgendjemand schreibt, Synchronisationsfehler oder asynchron, der wird erstmal in der Folge dann gepeitscht, weil das hat in dem Fall mal nicht mit meinem Schnitt oder sowas zu tun, sondern das liegt daran, dass hier scheinbar mein Aufnahmeprogramm nicht mehr hinterherkommt, wenn ich aufnehme. Habe ich auch noch nie gesehen, bedacht, gemerkt. Von daher, gut, das können wir jetzt erstmal so lassen. Rest machen wir in der nächsten Folge. Bis dann auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, einen schönen Tag und ciao.